liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, ich bin's wieder, euer Holger, und heute gibt's den zweiten Teil vom Pixelgrill. Ich werde euch erstmal kurz vorstellen, was ich noch hier zur Verfügung zum Vorstellen habe, und dann geht's gleich weiter. Heute wird nämlich ein bisschen gegrillt wieder. So, bis gleich. Also, heute einmal kurz, welche Gasflaschen man alle benutzen kann. Also, die hier geht, die hat auch so ganz normale Schraubgewinde, genauso wie die. Und ich werde heute auch einmal so eine Günstigkartusche mit vorstellen, also mit zeigen, wie sie funktioniert. Aber ich muss jetzt erstmal stoppen, weil im Moment ist es noch zu kalt hier. Die Gaskartuschen müssen sich erst ein bisschen aufheizen, bevor ich sie benutzen kann. So, da wollen wir mal loslegen. Ich schiebe das Ding mal hier ein bisschen rüber. Ich habe jetzt schon den Grill oben drauf gepackt, das Ding zusammen, den Pixelgrill zusammengebaut. Jetzt muss ich kurz mal hier eben. Jetzt geht es eigentlich, das ist ja schon wieder schief. Naja, aber ich bin nicht mit der drüben. So, und dann gibt es jetzt den zweiten Teil. Dafür wollte ich heute die Kartusche nehmen. Das ist, ja, Nummer kann ich euch nicht sagen. Eine 500 Gramm Kartusche mit 30 Gramm, 30% Propan, 70% Butan. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus, bin ich ganz ehrlich, jetzt bei Minustemperaturen und so weiter. Ich habe sie eben gerade ausprobiert, die war gefroren hier, die funktioniert. Dann, wie im letzten Video, die Kartusche, das ist mit dem gleichen Gewinde, nur dass die hier 800 Gramm hat. Das heißt, da kann man schon eine ganz schöne Zeit mit grillen. Jetzt muss ich die mal eben wegstellen. Dann habe ich noch so eine kleine Kartusche, die ist auch mit 30-70, also das gleiche Verhältnis wie bei der großen. Hat das gleiche Gewinde, also da brauche ich euch eigentlich nicht vorstellen, weil die kennt ihr ja schon aus meinen Videos. Und die kennt ihr ja auch. Das ist auch Gemisch. Hier steht allerdings nicht drauf, zumindest habe ich es bisher noch nicht gefunden, wie das Gemischverhältnis ist. Aber ich nehme auch mal an, dass es 30-70 ist. So, und da wollte ich euch zeigen, dass man die auch damit verbinden kann. Man braucht halt nur diesen Adapter. So, und dann machen wir es dann einfach so. Der wird hier an das Schraubstück angeschraubt. Auch mit ordentlich Karacho. So, und dann muss ich jetzt erstmal hier wieder zurückdrehen. Und dann kann man das Ganze in der Nut. Und es ist verbunden. Gas geht auch, alles klar. So, und dann zeige ich euch das mal kurz. Ich kann natürlich den Grill jetzt nicht mehr anfassen dann. Jetzt muss ich einmal von oben gucken. Jetzt muss man das wieder einstellen, bis die blaue Flamme kommt. Das war schon wieder zu viel. Manchmal klemmt das halt hier so ein bisschen, so. Ein bisschen noch. Jetzt, na, ist noch nicht ganz perfekt. Haben wir es richtig eingestellt, schöne blaue Flamme. Ich mache es aber gleich wieder aus, weil wenn ich da ein Stück Fleisch drauf schmeißen will, werde ich das Grillrost vorher noch einmal einfetten. Das kann ich aber nicht machen, solange die Flamme brennt, weil sonst habe ich die ganze Bude hier in Flammen stehen, und das wollen wir ja vermeiden.
So, ich mache es jetzt wieder aus. Dann habe ich so ein Grillspray. Das habe ich mal, ich glaube, bei Penny oder so. Jetzt noch ein bisschen heiß. Aber es ist zumindest schon mal, ich werde es gleich noch mal einölen. Boah, jetzt stinkt's hier. Rindfleisch. Kalbsteaks. Beziehungsweise Jungbullenminutensteaks. Einen Moment warten, bis die richtige Hitze erreicht ist. Er ist schon schön heiß jetzt, aber beim Grillen ist wichtig, dass der Rost auch richtig schön heiß ist, damit nichts anklebt. Wird wahrscheinlich sowieso passieren, weil der hat noch keine richtige Patina. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich habe im Moment noch eine Gabel hier, verzeiht mir das, ich habe noch keine passende Grillzange dafür, die dann nachher mit ins Gepäck reinkommt. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Es ist hier schon durch, aber noch nicht. Es hat noch nicht so richtige Bräune irgendwie. Ich lege es nochmal drauf. Ich mag sowieso lieber Rindfleisch, wenn es durch ist. Fürs Rindfleisch jetzt hätte ich den Brenner auch ganz nach oben stellen können. Jetzt kommt noch ein bisschen Beef Power drüber. Eigentlich soll man es damit einmarinieren, aber ich bin kein Fan davon, weil das gerne dann auf dem Grill auch mal verbrennt. Und das ist dann nicht so der Fall, so mein Fall. Oh, jetzt siehst du, das ist... Naja. So, und dann werden wir das mal probieren, ob es gar ist. Sieht gut aus. Also es ist butterzart. Herrlich. Das heißt natürlich für mich, morgen gibt es am Sonntag kein Fleisch, weil ich heute Samstag schon Fleisch gegessen habe. Herrlich. Und Naan. Wir sehen, es ist immer noch zart rosa innen drin. Also für mich ist es jetzt gerade so passend. Ein bisschen mehr durch könnte es sein, aber dann wird es zu zäh. Und so ist es der Fleischsaft. Also ich werde mir auf jeden Fall noch eine Fettauffangschale unten reinbauen. Ich habe da im Internet von einem was gesehen, der sowas vorstellt. Die gibt es bei Thum Baumarkt, da muss ich mal gucken. Also unser Thum hier hat es nicht. Na, oh, der will immer umfallen. So. Hat er gebrannt. Werde ich mal das eine schon mal runternehmen. Die anderen kommen mit auf den Teller drauf hier. Weil ich kann ja nicht alles auf einmal essen, das wird mir zu viel. Kommt erstmal das Grillgitter nach draußen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Gucken, ich lichte die mal hier. Ein so da rein.
ein hier so in die Mitte. So, nehmen wir noch ein bisschen. So. Weil ich nehme an, dass man da mit diesem Grillspießchen, dass das dann noch besser klappt. Also runde Grillspieße kann ich schon mal vergessen. Also muss ich irgendwelche kantigen haben. Da muss ich mal gucken, wo ich was herkriege. Ansonsten wäre es schon gar nicht verkehrt. So, ich muss jetzt einmal kurz, Leute, ich muss das Video leider beenden hier. Weil das jetzt gerade nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich mache jetzt noch keine Abmoderation. Ich werde mal gucken, ob ich morgen noch mal eins drehen kann. Wenn das hier alles ein bisschen besser durchdacht ist. Ich werde den Grill jetzt abbauen und dann sehen wir uns nachher wieder. Oder beziehungsweise ich mache einfach. Ja, so ist besser. Wenn euch das Video Spaß gemacht oder gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu kommentieren. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Euer Holger Schulzikowski.